Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute baue ich mir so einen Halter für meine Drechseleisen und fürs Backenfutter und lauter solche Sachen. Und ich würde sagen, ich nehme euch auch gleich mit. Für dieses Projekt brauche ich eine zugeschnittene Platte, dann ein Holz, wo die Eisen unten drin stehen, ein Holz, wo die Eisen oben befestigt werden, und ein schmäleres Holz, wo die Eisennormen unten befestigt werden. Dann Forstnerbohrer, ein Akkuschrauber, ein Bithalter, eine Flasche Leim und ein paar Schrauben. Und dann geht's gleich los. So, ich habe jetzt das erstmal alles auspositioniert, damit die ganzen Eisen ungefähr gleich sind, weil ein Eisen, das ist ja ziemlich lang und das soll ungefähr so gleich sein wie die kleineren. Und da positioniere ich das gerade. So, jetzt zeige ich mir in die Holzbretter, zeige ich mir jetzt an, wo ich die Löcher, also die Vertiefungen reinmache, damit ich die Eisen unten mit dem Griff reinstellen kann. Und ja. So, jetzt habe ich es gerade mit der Tischbohrmaschine probiert, mit dem 35mm Forstnerbohrer die Löcher für den Griff zu bohren. Aber die bleibt immer stehen, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich denke, die hat nicht so viel Kraft. Und ja, jetzt probiere ich es einfach mal mit dem Akkuschrauber. Ich probiere es jetzt einfach nochmal mit der Tischbohrmaschine und schau mal, vielleicht funktioniert es jetzt, dann bohre ich einfach langsamer. So, mit dem Akkuschrauber funktioniert es schon, aber das dauert ewig, weil man nur im ersten Gang fahren kann, weil im zweiten Gang, das tut dem Motor definitiv nicht gut. So, ich habe jetzt alle Löcher bohrt mit dem 35mm Forstnerbohrer. Ich habe es bei den Hölzern auch so gemacht. Ich habe die Rinde, weil die war nur ein paar Stellen dran, die habe ich dann weggemacht und habe es dann ein wenig geschliffen, sodass es aussieht, als wäre es die originale Baumkante, was es ja eigentlich auch ist. Es war nur Rinde drauf. Thank you.
die Bretter habe ich mir jetzt schon an die Platte hingeschraubt. Ich habe mir das ja vorhin schon anzeichnet und das Hinschrauben, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil das war so kompliziert ist, so zu halten und alles. Damit mir die Eisen nicht rausfallen, mache ich die oben auch noch fest. Da kommt jetzt auch noch ein Brett hin und da kommen dann verschiedene Bohrungen rein, je nach Eisendicke. Und dann kann man die so reinstecken und dann sollten die nicht mehr rausfallen. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe. Also das Eisen ist durchgegangen, das lange Eisen, nur durch das, dass es jetzt leicht schief ist, weil ich das so schief nach oben gemacht habe, dass sie nicht ganz gerade liegen, weil wenn sie schief liegen, dann wackeln sie nicht. Und da habe ich das Loch jetzt zu klein gemacht, jetzt habe ich mir schnell nur einen kleinen Zapfen drechselt, damit ich den Mittelpunkt wieder habe für den Pfostenbohrer, damit ich mit einem 5 mm größeren durchbohren kann. Thank you.
jeden Fall, die Eisen kann man jetzt schön reintun, die halten auch gut. Und ja, jetzt mache ich mir seitlich noch fürs Backenfutter die Halterungen. Und dann nehme ich jetzt einen 20mm Dübelstab und baue mir mit 20mm Forstnerbohrer einfach Löcher. So, nachdem ich jetzt die Löcher bohrt habe, säge ich mir den Dübelstab in 10 Stücke, also immer 10 cm, und schleife sie dann noch mit dem Tellerschleifer ein wenig vorne an, damit sie nicht scharfkantig sind. So, jetzt mache ich nur den Schlüssel unten an die Platte hin. Das mache ich jetzt, ich wollte es zuerst als Halter an dem Dübelstab hin machen, aber ich habe mir gesagt, es nimmt eigentlich zu viel Platz weg und da war der Platz gerade frei, dann habe ich einfach schnell so Schrauben reindreht und dann hält es ja auch.
so den Halter, den ich euch im letzten Video gezeigt habe, wo die ganzen Spitzen und so und die ganzen Schlüssel reinkommen, den habe ich jetzt, oder den schraube ich jetzt auch hin, weil ich jetzt mir sicher bin, dass ich ihn da hinschraube. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ich mache in den nächsten Videos oder im nächsten Video mache ich dann nur mit so Fingerzinken wieder solche Kästchen, damit ich die Wachsölmischung reintun kann und dass ich das Schleifpapier reintun kann. Aber das mache ich dann im nächsten Video. So, jetzt ist das Ganze fertig. Jetzt hängt die Planscheiben, das Backenfutter. Unten habe ich nur den Kupferdraht hin und das hängt jetzt alles an seinem Platz. Und ja, das mit den Baumkannen sieht echt cool aus. Ich habe mir zwischendurch noch überlegt, ob ich es ölen soll, aber ich habe es dann so gelassen, weil so sieht es einfach am schönsten aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!